Guck mal, was ich gefunden habe, ein Brettspiel. Kommst du mit dem Dingsbrett? Ja, das kannst du machen. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Eine höchstwahrscheinlich sehr kurze Folge, weil... Ach du Scheiße, was ist das denn? Alles Schrott. Also wir sind in Edgefield und wir spielen auf Albtraum. Wir haben extra nichts mitgenommen außer die Basics, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir überleben. Wir spielen übrigens mit Phasmin. Ja, Fettrick. Nenn mich nicht immer Fettrick, ich bin nicht fett. Ja, Fettrick. Hör auf, mich Fettrick zu nennen. Phasmin. Okay, Fettrick. Wie heißt der Geist? Ruth Jackson. Ruth. Ruth. Ja. Oh, immer diese Zungenbrecher, ey. Ja, sag doch Ruth. Ja, sag ich Ruth Jackson. 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 Also, man hat keine Ahnung, ob der Geist auf Einzelne oder auf Gruppen reagiert. Wir sollen aber ein Foto von ihm machen und EMF-Reader ist deins. Da habe ich eh schon eingepackt. Okay, dann nehme ich noch Kamera und... Schlüssel musst du noch mitnehmen. Hab ich schon. Ich hätte das Thermometer noch mitnehmen sollen. Ich habe jetzt mal die Geisterbox. Ich gehe rein. Ich sterbe sowieso. Ach, ich kann ja gar nicht rein. Du hast den Schlüssel. Ja, klar kannst du rein. Ja, geh mal. Keiner traut sich. Haben wir kein Licht? Oh, Ruth, check. Hier gegen die Tür, die Badezimmertür. Ja. Mach mal. Ist mir egal, wenn die mich jetzt feige finden, aber ich hab Schiss, ich bin schon einmal gestorben. Ja, ist egal. Hallo. Ich lauf hier auch durch. Keller. Ich mache einen Strom an. Okay, hier unten ist auf jeden Fall die Tür auf gewesen. Gut, Moschner. Gut. Gut. Ruth, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Also im Badezimmer ging ja instant die Tür auf, aber ich gehe eher davon aus, es könnte der Raum dahinter sein. Lange Jagdzeiten. Jetzt mich da verstecken, wenn die Alte kommt. Gib mir ein Zeichen. Hallo. Dein Ernst? Ich will erstmal nur die Lage checken, ja? Bevor ich wieder drauf gehe. Ich gehe jetzt drauf. Gut. Ja, aber du rufst doch die ganze Zeit ihren Namen, triggerst sie, ja. Dann kommt ja. Sie und ist schon voll abge... Dann ist sie schon voll abgefuckt, bis wir hier überhaupt einen Beweis haben. Ja, geil. Geh mal rein. Du Kleiner! Alter, ich hau dir... Ich, pass mal auf! Komm mal jetzt mit! Du hast doch mein Herz, ey! Da war eine Tür! Ah, EMF! Oh Gott! Alter, ich hab das schon ewig nicht gespielt, da gefühlt dir! Alter, ich krieg ja eher einen Herzinfarkt, weil du hier rumkreischst, als vom Spiel! Du sei mal ruhig, wo war der EMF genau? Zwei. Achso! Nein, also doch da, okay. Hier nicht mehr. Wir haben wohl keine Fingerabdrücke. Nee. Jetzt habe ich auch Panik. Es wäre viel geiler, wenn man hier ankommt, der Typ quatscht da seinen Text runter und auf einmal gehen die Bildschirme kaputt. Oh. Sie hat sich reingetraut. War da jetzt links was oder war da... Ne, das ist ein Schatten von ihr, ne? Kannst du dem kleinen Bud mal das Licht ausmachen?
Du kannst mich mal am Arsch lecken mit deinem Kacklicht. Ach, du bist nie. Kannst du selber machen, dann geh ja, ich wieder drauf, oder was? Du bist schon hier, wir haben Dots. Ja, ich sehe nichts, weil deine Birne davor ist. Wir haben Dots. Ja. Wo denn? Die ist ja eben durchgelaufen. Ist eine Frau. Licht flackert. Genau, das passt ja wieder, wenn ich reingegangen wäre. Hast du gesehen? Ja, habe ich. So, jetzt haben wir einen Beweis. Ja. Oh, warte, den muss ich mir eintragen schon mal. Dots. Okay. Ja, ab jetzt müssen wir rein, ne? Da, dort. Aber wir haben zumindest einen Raum, das ist schon mal viel wert. Den Flur. Super, die kann ja denn überall sein. Flur und Küche. Hast du das Buch schon mit reingenommen? Ja, ich hab das schon hingelegt. Was war das? Was ist denn das? Deine Taschenlampe? Ja. Gut. Habe ich schon ausgemacht. Bei dir? Im Moment nicht. Ist die bei mir? Nicht wahr. Schreib ja, ins Buch. Schreib ins Buch. Wo ist das Buch? An der Türschwelle. Was liegt denn da auf der Toilette? Ein Knochen. Hast du den nicht gesehen? Nee, absolut nicht. Ich hatte ein bisschen Angst beim Durchlaufen. Aha. Schreib ins Buch. Jackson. Ich hätte auch gedacht, dass die viel aktiver wäre. Hm. Hör ich das? Was tut das? Was meinst du denn? Da war so ein ekelhaftes Geräusch hinter mir. Ich war hier die ganze Zeit. Was hat die gemacht? Es hat nur geknatscht. Aber... Ja... Ja, ich weiß nicht, was können wir denn noch? Also wir haben keine Fingerabdrücke gehabt bis dato. Wir könnten noch Orbs haben, IMF5. Na, Orbs sehe ich jetzt aber keine. Ich sehe keine. Man weiß halt auch nicht, wann die blöde Kuh aktiv ist, ne? Hallo, redest du mal nicht so über Ruth Jackson? Wieso rufe ich die jetzt? Warte, ich geh auf die Kellertreppe, wenn du das machst. Die hat Licht ausgemacht. Geh du rein. Geh auf die Kellertreppe, wenn du das machst. Jackson, wo bist du? Zeig dich. Jetzt. Ruth. Zeig dich. Jetzt. Ruth Jackson. Guck doch mal, ob die ins Buch geschrieben hat. Doch selber, du bist doch da. Ruth Jackson! Da eigentlich nichts zu verlieren, ne? Hm. Das ist halt so episch.
Aber die hat doch Licht ausgemacht. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Hier, ne? Leuchte mal weg, bitte. Danke. Nee. Keine Fingerabdrücke. Ich pack mal die Kamera anders. Jetzt ziehen wir ein paar Orbs. Schreib ins Buch. Jackson. Irgendwie. Oh. Guck mal, was ich gefunden habe. Ein Brettspiel. Kommst du mit dem Dingsbrett? Ja, das kannst du machen. Good luck. Bevor die mich hier draußen killt, wie dich letztes Mal. Hat die geantwortet? Hallo. Wo bist du? Panikattacke! Da hatte ich jetzt aber nicht viel zu reden, du. Hallo? Hallo? Hi. Du siehst ein bisschen verdreht aus. Ja, irgendwie. Die hat mir das Genick gebrochen und mich auf die Treppe. Das sieht fast aus wie ein Unfall. Sie hat's wie ein Unfall aussehen lassen. Ich bin eindeutig die Treppe runtergefallen. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Ich glaube, das alleine, wenn man sich vorstellt, oh, man spielt doch Albtraum, das ist besonders gruselig. Rede mit mir. Ich glaube, das ist so ein bisschen Einbildung, aber man erschreckt sich denn doch ziemlich. Oh, hier ist ein Bild runtergefallen. Wo bist du? Oh, Patrick, ey. Patrick, lass das. Ruth, bist du da? Sehr. Ich hab keinen Skill. Klar, jetzt kommt die Geisterbox. Ich kann sogar als Toter was eintragen, stimmt. Geisterbox. Phantom, Gespenst, Yokai. Wir haben ja eigentlich... Ich würde jetzt auf dem Yokai erstmal tippen, tatsächlich. Bauchgefühl. Oh, keine Lampe, aber der hat auch nicht reingeschrieben. Ja, auf dem Yokai würde ich wegen der Aktivität tippen. Und ein Phantom. Okay, ich habe... Das ist im Leben nicht mehr drauf. Okay, ja. Ich habe den Lichtschalter und die Tür fotografiert. Schade. B.
bin denn, als Geist bin ich nicht in der Lage, durch den Bildschirm zu gucken. Ist halt schade, dass man die nicht sehen kann. Hallo, ich bin auch tot. Ruth? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ruth. Tja. Also Fingerabdrücke sind's nicht. Ja, Oak. Die kam von da hinten? Hier werde ich einfach. Ich gehe hier nicht nochmal rein. Hier, ich habe dir ein Messer hingelegt. Hast du die Tür zugemacht? Nein, das kann ich nicht. Hallo? Wo ist hier eine Tür? Ja, toll! Schönen Dank auch. Oh, sie bleibt so eiskalt stehen. Du bleibst so eiskalt stehen. Wie das aussah. Okay. Ein Phantom. Ah. Ja, ich hatte Gespenst, Phantom oder Yokai. Ja, ich habe einfach geraten mit Yokai. War so ein Bauchgefühl. Ich hab gar nichts eingegeben. Vor allem, du bist auch voll geil, wenn die anfängt zu handeln, so, ja, ich bleib erstmal an der Tür stehen, warte, bis sie wieder aufgeht. Hä? Ich bin raus, ich wollte rein, da ist die Tür schon zu und dann bin ich nach hinten gegangen. Ach so, weil für mich sah das aus, als wenn du da immer stehen geblieben bist, jedes Mal, wenn die gejagt hat. Das eine Mal kam die auf dich zu und ist vor dir wieder verschwunden. Ich hab doch die Taschenlampe und dann hatte ich doch die Geisterbox geholt. Daher wusste ich ja, dass Geisterbox ist. Und hab geguckt, ob die ins Buch geschrieben hat. Nein, als du in der Haustür warst. Als die Tür zugegangen ist, wo sie einmal gejagt hat, da kam die schon auf dich zu und du bleibst so einfach stehen. Hä, da war ja nix. Hast du ihn nicht gesehen? Nein. Mit einer Sichel? Nein, das war eine Frau. Ja. Ich habe nur die Stimme gehört. Okay. Naja, das war auf jeden Fall eine Runde Albtraum. Wir haben doch ziemlich lange überlegt. Ja, ich habe auch gedacht, da ist mehr Action. Action. Also nicht mehr Hand, sondern generell mehr Aktivität, habe ich gedacht. Ja. Zumindest haben wir doch sehr lange überlebt. Überlebt. Wir haben sehr lange überlegt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.